Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind im Einkaufscontrolling und die Frage lautet, oder es wird gefragt nach Kennzahlen zur Lieferantensteuerung. Ja, das ist genau das, was Controlling bedeutet, Steuerung und zwar die Lieferantensteuer. Kennzahlen ist also ein wichtiges Stichwort, Lieferanten ist ein weiteres Stichwort und Einkaufscontrolling ist der Bereich, in dem wir uns befinden. Den Einkauf steuern. Einkaufen bedeutet von Lieferanten einkaufen. Was ist da wichtig? Was müssen wir steuern? Und die erste Kennzahl ist, die uns hier einfallen könnte, ist die Termintreue dieser Lieferanten. Ganz wichtige Kennzahl, denn wenn der Lieferant nicht rechtzeitig liefert, kriegen wir in unserer Kundenbeziehung möglicherweise richtig große Probleme. Also Termintreue, wie könnte diese Kennzahl aussehen? Sie wissen, Kennzahlen sind sehr oft Brüche. Bruchstrich mit dem mal 100. Wie gesagt, dieses mal 100 ist sehr umstritten, ob das eigentlich mathematisch so passt, aber man will ausdrücken, dass ein Prozentwert hier rauskommt. Und zwar, der Nenner lautet Gesamtzahl der, ich kürze es ab, der Lieferungen. Gesamtzahl der Lieferungen in einem Monat oder in einem Jahr, also in einem bestimmten Zeitraum. Und da es hier um Termintreue geht, kommt natürlich in den Zähler die Zahl der pünktlichen Lieferungen, die Zahl der pünktlichen Lieferungen ins Verhältnis gesetzt zu der Gesamtzahl der Lieferungen. Also, wenn wir im Jahr 100 Lieferungen bekommen haben, Sie wissen, Prozent bedeutet Perzentum im Lateinischen, pro 100. Wenn wir also, nehmen wir an, im Jahr 100 Lieferungen bekommen haben und 85 Mal hat der Lieferant pünktlich geliefert, dann ist der Prozentwert 85%. 85% der Lieferungen waren pünktlich. Das ist die Termintreue. Dementsprechend können wir sozusagen den Gegenwert bilden. Das ist die Verzugsquote. Und im Prinzip ergibt sich dieser Wert indirekt aus der Termintreue. Das ist ganz klar, dass in meinem Beispiel die Verzugsquote hier 15% ist, nämlich das, was die 85 zu 100 dann auffüllt. Aber man kann es natürlich auch direkt errechnen, indem man wieder einen Bruchstrich zieht, in den Nenner wieder schreibt die Gesamtzahl der Lieferungen und diesmal in den Zähler die Zahl der verspäteten Lieferungen. Die Zahl der verspäteten Lieferungen, das ist unsere Verzugsquote. Sie sehen schon, in beiden Fällen steht im Nenner genau das Gleiche, variiert wurde nur der Zähler. Ich habe ein anderes Video gemacht, da ging es um Kennzahlen zur Steuerung der Beschaffungskosten im Einkaufscontrolling. Da war immer der Zähler gleich. Hier ist, zumindest in meinen beiden ersten Beispielen, der Nenner gleich. Und auch bei der dritten Kennzahl, die ich Ihnen vorstelle, hier zur Lieferantensteuerung und Einkaufscontrolling, ist der Nenner auch wieder Gesamtzahl der Lieferungen. Und die Kennzahl ist die Reklamationsquote. Sie sehen, dass in den beiden ersten Fällen die Grundfrage war, wann hat er geliefert? Wann hat er geliefert? Wann war er pünktlich? Wann war er nicht pünktlich? Und bei der Reklamationsquote geht es eher um das Was. Was hat er uns geliefert? War das in Ordnung oder nicht? Also auch hier wieder Gesamtzahl der Lieferungen in einem Quartal oder in einem Jahr, in einem bestimmten Zeitraum. Und in den Zähler kommt dann hier die Zahl der beanstandeten Lieferungen. Die Zahl der beanstandeten Lieferungen,
Das ist die Reklamationsquote. Also auch hier wieder Zahlenbeispiel. Wenn wir in einem bestimmten Zeitraum 100 Lieferungen bekommen haben und 3 Lieferungen waren zu beanstanden, wohlgemerkt Lieferungen, ja, nicht Produkte, sondern Lieferungen, damit wir hier wirklich beides mal die gleiche Bezugsgröße haben. 3 Lieferungen waren zu beanstanden, dann ist die Reklamationsquote 3%, denn auch hier wieder dieses Mal 100, auch hier wieder dieses Mal 100. Also, der Nenner hier bei der Lieferantensteuerung in allen 3 Fällen gleich, in allen 3 Fällen Gesamtzahl der Lieferung, variiert wird der Zähler. Warum betone ich das so? Sobald man einmal begriffen hat, dass die Struktur der Schlüssel ist und nicht der Inhalt, wird alles sehr viel leichter. Deswegen betone ich hier die Struktur. Der Zähler ist in allen 3 Fällen gleich. Entschuldigung, der Nenner ist in allen 3 Fällen gleich. Der Zähler wird variiert. Aus der ersten Kennzahl ergibt sich sofort die zweite Kennzahl. Und in beiden Fällen ist die Frage hier wann. Von dem wann können wir sehr schnell variieren zum was. Und dann fällt uns die dritte Kennzahl auch ein. So prägt man sich die Sachen ein, indem man die strukturellen Elemente erkennt. Ja, und dieses Vorgehen führt zu einem sicheren Abruf in der Stresssituation der Prüfung. Wenn man Inhalte auswendig lernt, dann macht man Fehler. Ja, dann findet man garantiert jetzt im Moment unter dem Stress nicht das Richtige. Man macht Fehler in der Reproduktion und so weiter. Wenn man die Struktur sich einprägt und wenn die Struktur hat einen Sinn, wie wir hier sehen, da gibt es Zusammenhänge, dann macht man keine Fehler beim Abruf. Das ist der Grund, warum ich das immer so betone und warum mein Lernsystem auch darauf beruht. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.